Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und endlich hier. Wir sind hier noch bei den Gefährten und haben einen neuen Quest. Eine gerechte Rache. Wilkas begleitet mich. Gemeinsam werden wir die silberne Hand auslöschen, um Kotlaks Tod zu rächen. Genau, das machen wir. Und optional vernichten die silberne Hand. Bringen die Fragmente von Mutraat in deinen Besitz. Und schon eingesetzt und los geht's. Was müssen wir jetzt tun? Sorry Leute. Wir müssen mal raus, ja. Und da oben ist es. Wir könnten da. Dämmerstein. Au, Dämmerstein ist scheiße. Egal. Ja, wir machen das da einfach so und red mal mit Wilkas. Wir werden sie büßen lassen. Okay, werden wir. Ja. Okay. Dann raus da. Ich ziehe mich nur kurz mal schnell um. Ja, und dann starten wir da raus. Und von dort, glaube ich, ist es nicht mehr so weit. Ihr habt gemerkt, ich halte mich nicht mehr so lang auf. Bei den Wanderungen mit den Jungs, die uns begegnen. So. Da ist ja ein Mord, ein Geschlechte. Ja. Was machen wir jetzt da? Ich muss jetzt mal nachschauen, weil wir haben da jetzt eingesinkt, oder? Bin ich da wieder Wilkas begleitet? Ja. Wo ist denn der? Ich glaube, der wartet dort auf uns und wer ist denn das? Lasst keinen am Leben. Lasst keinen am Leben. Wilkas. Wir werden sie büßen lassen. Was hat denn der für Rüstung an jetzt plötzlich? Bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Feendal ist weg. Und wir werden da einfach gleich mal raufstarten nach Dämmerstein. Und ich ziehe mich dann auch gleich um. Unser Feenthal ist wieder abmarschiert und ich habe die Videos noch nicht durchgesehen, weil ich bin noch in der gleichen Sitzung. Mich stört echt, weil ich nicht weiß, wo ich den Hund verloren habe. Und wer meinen Hund getötet hat. Aber wir können nochmal zurückfahren und den Hund kaufen. So, wir machen das jetzt wieder auf die Magie und Illusion und Hellsehen rechts passt ja. Wo müssen wir da hin? Darauf natürlich. Wir kaufen da jetzt nichts ein. Da gibt es sicher einen Drachen. Bin mir hundertprozentig sicher, dass da ein Drache spawnt. Ich laufe mal schnell, ne? So, in der linken Hand habe ich da. Ja, genau, passt. Können wir umso schneller laufen. Da ist wieder ein Gegner in der Nähe. Jetzt habe ich beide Blödsinn. Wo ist denn? Illusion in die rechte Hand. Komm her. Ja, da ist ein Wolf. Okay, beschworenes Schwert oder was? Ich habe ja nicht mal. Ja, Blödsinn. Ja, komm her. Wo ist denn Wilkas? Der läuft da hinten durch die Gegend. Das war wieder notwendig, verstehst? Ich habe nicht einmal eine Seelensteine dabei. Die habe ich alle nämlich für ihn da gegeben, weil die hat einen Bogen mit der Bibabo Seelenfalle und so. Und jetzt kann ich mich wieder neu ausrüsten. Na, so ein Schmarrn. Rechts und links habe ich jetzt. Was habe ich denn da jetzt? Komm. Passt und. Ja, okay.
So ein Schwan. Da gibt's Mammuts und ja. Passt ja eh. Also die Jungs beim Laufen sind extrem langsam. Ja. Also Tosita ist wirklich eine coole Ausdauerläuferin. Ja, passt. Also Leute, leveln, das ist extrem cool. Ich sag's euch nur. Ja, da ist auch ein... Was ist denn das? Irgendein Geist oder was? Willst du mich verarschen oder was? Die Herausforderer, ich bin für Schwäche. Sieg oder Schoben. Was war das jetzt? Eishaufen. Ja, was da herumläuft, Leute. Ist ja unglaublich. So, jetzt kann ich wieder neu ausrüsten. Also, ich finde das echt scheiße. Rechts haben wir ja. Und links. Passt ja. Da runter. So. Den Weg entlang einfach, ja. Falsch. Falsch abgebogen, Leute. Das kann nicht sein. Mit Sicherheit, gell? Ja, klar. Ja. Ist ja wieder mal klar. Was ist denn da schon wieder? Müssen wir da rauf? Na klar. Okay. Ein Herausforderer. Festung Pipapo entdeckt. Und was machen wir da jetzt? Feuerblitz ist sicherer für unsere Begleiter. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich schieße euch. Banditenmarodeur ist das. Ein Banditenmarodeur. Eh nur mehr einer. Da ist der Marodeur. Der lauft davon. Noch einer. Nie und nimmer. Ihr seht ja die, also in der Third Person. Das ist extrem ungenau und ich weiß nämlich gar nicht, wo ich da jetzt drauflaufen soll. Die laufen halt davon. Bei den Göttern. Kein ernst zu nehmen, der Gegner. Ja, okay. Wildker, so ist denn der Junge. Haben wir den auch verloren? Wir verlieren unendlich viel Begleiter. Wir müssen da rein, ja. Da ist er ja. Hallo, auch schon da, Junge. Okay. ja, egal. Wir gehen da mal rein. Wir sprechen mal. Experte, was heißt denn das jetzt? Ne? Gibt es einen anderen Eingang? Ich schau mal auf der Karte nach, ob wir da richtig sind überhaupt, ja. Nö, wir müssen ja da rein. Fuck. Wir haben da wieder ein anderes Nest aufgemischt, Leute. Das kann ja nicht sein. Hellsehen, komm her.
Ja, rundherum. Ja, passt ja. Wozu haben wir den Zauber? Doch, darauf, passt ja. Ja. Wir mischen da Jungs auf, die uns eigentlich gar nichts angehen. Was ist denn da jetzt? Ah, der Zauber braucht doch unendlich lang zum Laden. So, ich glaube, da sind wir jetzt richtig, ja? Ja, genau, Leute. Und es beginnt schon. Schieß einmal, Mädel. Da ist noch einer. Ja. Oh, fuck. Oh, da. Also wir können hier Leute arbeiten lassen, finde ich ja cool. So, einmal ausgerüstet, die. Und du kommst darauf. Ich mache Hackfleisch aus euch. Ich triff dich ja nie. Ja. Wo ist denn noch wer? So? Wir haben da Schneebären. Ich sammle mal kurz die Schneebären. Die Jungs, die machen die Arbeit ohne mich. So, da rein müssen wir. Darauf können wir. Und, alles klar, da oben. Ich laufe mal auf. Ich schaue mal, ob ihr gute Arbeit geleistet habt. Da gibt es einen Aufgang von hinten sogar. Ich glaube, die Batterie von meinem. Da, Mädel, du warst ja echt cool. Silberschwert brauchen wir, Langbogen nicht. Pfeile, Falkenfedern, Gold, Zaubertrank und ja, bringt auch was. Bist eine nette. Und darunter springen wir auch noch kurz. Und holen uns das Ding da. Silberschwert, Falkenfedern, Gold, Zaubertrank. Und noch ein Zauberer. Okay. Ja, Leute, beim nächsten Mal gibt es den Showdown da drinnen. Da ist noch was. Schneebären. Tito sieht da. Steht so. Schneebären. Da muss ja noch was sein, ja. Und beim nächsten Mal hauen wir da einfach rein. Die Jungs und ich, ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß, schönen Abend, und wenn ihr am Laufenden bleiben wollt, macht ein Abo, wenn nicht, dann sagt ihr nicht weiter. Schneebären. Da gibt es noch mehr Schneebären. Ja. Ja. Das war jetzt El Pacino und ja, Robert De Niro, die haben sich verabschiedet. Genauso wie wir. Schönen Abend noch, euer Toso. Ciao.